Ich finde es voll cool, dass wir das überhaupt wegen Corona auch machen können. Und auch, weil das ist schon cool, mit den ganzen Profis zu alles zu machen. Die Kinder haben eine große Freude, dass sie dann mit uns heutzutage mal ein paar Trainings und Tipps von uns kriegen. Für mich selber ist es auch richtig cool, weil ich 2013 einfach auch dabei schon war, mit meinen Idole einfach, die was damals schon dabei waren, und das möchte ich einfach so die Kinder ein bisschen weitergeben. Und ja, man hat schon gesehen, also die haben da richtig eine Freude, dass sie da dabei sein dürfen, und ist auf alle Fälle ja was einfach mit sehr viel Spaß verbunden ist, und ja, bei mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, dass es jetzt im Moment einfach wichtig ist, dass man was unternimmt, dass man was tut. Es wird in Zeiten von Coronavirus einfach auch viel diskutiert und geredet, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gerade für die Kinder wieder möglichst viele Dinge organisieren, machen und umsetzen. Und da ist es eben in dem Langlauftraining ist es eigentlich genau das, was wir schon seit 10 Jahren machen. Das heißt, mit den nordischen Kombinierern, mit dem Nationalteam, ein Langlaufnachmittag, 2-3 Stunden. Für die Kinder, die einfach eine Gaudi damit haben, und man sieht das, wie wichtig das ist und was das auch bewegt und motiviert. Eigentlich das Besondere ist das Lachen der Kinder. Also genau um das geht es, die haben da so einen Spaß dabei. Da sieht man eigentlich genau um das, was geht, dass die Kinder, wo sie umfangen, das war bei mir genau das Gleiche, dass du das mit Spaß machst, dass du da herkommst und du einfach lachst. Du über das Spielerische, so wie wir das da aufbereiten, das ganze Grundlagen lernst, was du eigentlich brauchst für später. Ja, ich kann das nur von mir sagen, also mir gefällt es einfach in der Natur zu sein. Ich habe dort meine ganzen Freunde, was ich jetzt habe kennengelernt beim Sport, beim Training, in die verschiedenen Vereine. Man wächst einfach so zusammen beim Training, wenn man gegeneinander was macht, wenn man miteinander was macht. Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man in die Kinder so viel sorgt, wie es nur geht. Und dann finden sie ganz viele Freunde, haben viele Freude dabei. Und das, glaube ich, ist das Schönste, was man in die Kinder machen kann. Ich finde es eine ganz, ganz eine tolle Idee, die seit vielen, vielen Jahren von Jump in Reach praktiziert wird, mit dem Kids Meet the Idols. Und ganz eine tolle Sache, dass wir immer wieder tolle Athleten haben, denen die jungen Kinder nacheifern können. Und ich glaube, das Wichtige ist, gerade in den schweren Zeiten, wie man sie jetzt hat, dass man versucht, mit so einen Unternehmungen, dass man einfach die Kinder zum Sport bringt. Und dass auch in Zukunft der nordische Skisport in Österreich nach wie vor Medaillengewinner hat, so wie es der Lampard der Johannes ist.